So, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. Herrn Riester haben Sie schon begrüßt, Herr Lindner haben Sie schon begrüßt. Also würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Es tut mir leid, das sollte kein falsches Zeichen sein. Nein, gar nicht. Spannend, also. Zu hören. Herr Riester, Sie haben ja das große Privileg, dass eine Rente nach Ihnen heißt. Also viele Menschen, die in die Forschung gehen, träumen davon. Hoffentlich wird man wenigstens eine Bakterie nach mir benannt. Bei Ihnen ist etwas Schönes wie die Rente nach Ihnen benannt. Jetzt hat allerdings das, was Herr Lindner gerade schon angesprochen hat, jetzt kann es aber sein, dass Leute bald von der Nahles-Rente sprechen, weil Frau Nahles ja richtig rangeht, also Rente mit 63. Und ich glaube, wie viele Milliarden sind es noch bis zum Jahr 2030? 160, glaube ich, die dafür aufgebracht werden müssen. Ich glaube, Sie sind nicht ganz damit einverstanden. Warum nicht? Also sicherlich nicht deswegen, weil ich Angst hätte, hier wird eine Rente umbenannt. Der Gedanke kam mir noch gar nie. Warum nicht? Weil für mich in dem Komplex Rente insbesondere Reformen eigentlich immer die Zukunftsgestaltung ist, war und ist. Ich enorme Herausforderungen eigentlich sehe und die Entscheidungen, die jetzt zurzeit getroffen werden, die Zukunft außerordentlich erschweren werden. Es sind insbesondere zwei Elemente in diesen Rentenentscheidungen, mit denen ich große Probleme habe. Eines liegt schon weiter zurück, ist im Jahr 2006 reingeführt worden, und zwar eine Frage, die hochpopulär ist, mit 45 Beschäftigungsjahren abschlagsfrei in Rente zu gehen. Das kam hoch zum gleichen Zeitpunkt, als die Frage war, ab wann gibt es abschlagsfreie Rente, und wir setzen es um 2 Jahre heraus. Sehr stark umstritten. Und dann kam damals, ich weiß noch genau, von der Union kam dann der Vorschlag, aber mit 45 Jahren ist mit 65 abschlagsfrei in Rente zu gehen. Laumann hat das damals gebracht. Und die Zustimmung in meiner Partei war sehr groß. Das Knirschen in den Gewerkschaften war weniger stark, aber es war immer noch stark gegen die Rente mit 67. Ich sage Ihnen offen, es wird vielleicht viele von Ihnen überraschen, mich hat diese Entscheidung eigentlich am allermeisten betroffen gemacht. Warum? Unser Rentenversicherungssystem beruht auf dem sogenannten Äquivalenzprinzip. Also wer Hochrente einbezahlt und lang einbezahlt, hat eine entsprechend hohe Rente. Umgekehrt dann auch. Nee, ich mache es anders. Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte, wie ich das vor 3 Wochen einem am Telefon erläutert habe. Er hat mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, Walter Riester, dich würde ich ganz gern mal treffen. Am Bodensee unten, ich bin Betriebsrat, komme von der IG Metall, bin jetzt 63, freue mich wie ein Schneekönig, dass ich jetzt in die abschlagsfreie Rente kann. Ich empfinde es wie ein Sechser im Lotto. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn du mal runterkommst, möchte ich mit dir öffentlich darüber diskutieren. Und dann habe ich ihm geschrieben, sag mal deine Telefonnummer und dann können wir das telefonisch machen. Und dann hat er mir gesagt, und ich bin Rentenexperte, ich bin Versichertenältester bei der Rentenversicherung. Und er hat gesagt, toll, dann komme ich auf einen Mitdenkenden. Haben das Gleiche gesagt, was ich eingangs gesagt habe, wir wollen doch, dass die Rente nach dem Leistungsprinzip als Versicherungsprinzip gewährt wird. Wer gleich lang, gleich hoch einzahlt, soll das gleiche Ergebnis haben. Klar, hat er gesagt, da waren wir immer dafür. Er hat gesagt, jetzt nehmen wir uns 2 vor. Die werden beide 85 Jahre. Die zahlen gleich lang in die Rentenversicherung ein und gleich hoch, nämlich 45 Jahre. Der eine geht mit 18 Jahren rein, mit dem Einzahlen, ich habe nur früher gemacht, mit 13 Jahren, zahlt ein 45 Jahre in gleicher Höhe und hat den Anspruch dann mit 63, 22 Jahre bis 85 seine volle Rente zu bekommen. Der andere geht aus welchen Gründen auch immer mit 22 Jahren rein, zahlt gleich viel, gleich lang ein, geht dann nicht mit 63, sondern mit 67 rein und empfängt nicht 22 Jahre, sondern 18 Jahre Rente. Und das ist mit der Festlegung katastrophal eingeführt worden. Ich glaube, da ist viel zu wenig darüber nachgedacht. Ich habe eben gesagt, das habe ich mir ja mal ausgerechnet, wenn ich 1200 Euro Rente bekomme nach 45 Jahren, voller Einzahlung, beide, dann bekommt der eine, der 18 Jahre lang das bezieht, 260.000 Euro und der andere 320.000 Euro.
Nur wegen dem, wenn wir das bei 45 Jahren festgelegt haben und nicht wie immer richtigerweise ab einem bestimmten Alter geht's raus. Dann hat er zu mir gesagt, und das fand ich toll, hat er gesagt, Walter, das hat mich überzeugt. Nimm mal, aber ab subjektiv freue ich mich immer nur wie ein Schneekönig. Dann hat er gesagt, das kann ich verstehen. Das ist auch, verstehe ich auch voll. Aber du wie ich müssen und ich in der Politik noch mehr natürlich die Verantwortung insgesamt sehen. Also diese 45 Jahre. Und jetzt kommt die zweite Sache. Die finde ich öffentlich so noch nicht in der notwendigen Klarheit gesehen wird. Häufig wird ja gesagt, das ist jetzt falsch finanziert. Das nimmt die Politik aus der Rentenkasse raus. Richtig. Aber wobei, wenn man nicht nachdenkt, die jetzt 32 Milliarden, das ist in der Rentenversicherung leider nicht viel. Das sind gerade mal nicht ganz 2 Monate Rentenzahlung. Wenn die verbraucht werden und der Rentenversicherungsbeitrag steigt, um diese 160 Milliarden zu finanzieren, steckt hinter jedem gezahlten Euro ein späteres Leistungsversprechen an Rente. Es ist also nichts anderes, wie sich bei der Rentenversicherung zu bedienen mit einem Schuldverschreibung auf Zukunft. Und diese Zukunft ist ziemlich nahe. Und sie wird spätestens ab 2018/20 durch einen starken zusätzlichen Schub an Rentnern, die eintreten aus den Babyboomer-Jahren, kommt die Demografiefrage. Und gerade in der und dann folgenden Zeit sind die hohen Belastungen und dann mit zusätzlichen Rentenansprüchen aus einer Kapitalbedienung, die sich die Politik im Moment macht. Und das sind eigentlich meine kritischen Anmerkungen, warum ich so erschrecke. Und das ist gar nicht so populär, das darzustellen. Denn nicht jeder reagiert am Telefon so der wie der, den ich Ihnen beschrieben habe, der gesagt hat, verflucht nochmal, du hast ja recht. Ja? Aber ich freue mich immer noch, dass ich jetzt rentenabschlagsfrei gehen kann. Und dann habe ich dem eine dritte Sache gesagt, über die noch gar keiner nachdacht hat. Ich sagte, ich habe jetzt an dem Beispiel, das ich da gesagt habe, mit den 1200 Euro, mal ausgerechnet, was in der Zeit des Rentenbezugs bei bis zu 85 an Rentenabschlägen kommen, bei den sogenannten versicherungsmathematischen Abschlägen von 0,3% pro Monat. Und ein Beispiel zeigt, dass es nur die Hälfte von dem macht, was der andere mehr Rente rausbekommt. Auch dieses war, und das weiß ich als ehemaliger Minister aus meinem Ministerium, eine gesetzte Zahl. Die Wirklichkeit müsste höher sein, nur traut sich keiner darüber zu sprechen. Und dann kommt man, wenn man das weiß, würde man wünschen, es würde man mehr wissen, ja, dann kommt man an, dass man sagt, also meine Kollegin Nahles wird nicht das Problem haben, dass eine Rente nach ihr benannt wird, sondern wir stehen alle vor anderen Problemstellungen in den zukünftigen Jahren mit diesen Entscheidungen. Jetzt muss man aber auch sagen, weil Sie, Herr Lindner, vorhin gerne, meine Damen und Herren, Sie haben dankenswerterweise vorhin eingeleitet mit dem Lebensgefühl, was die Menschen, die heute hier sind, höchstwahrscheinlich teilen, was diejenigen teilen, die Sie bei den anderen Veranstaltungen treffen. Muss man aber doch auch sagen, dass die Bundestagswahl Leute offenbar auch bei ihrem Lebensgefühl abgeholt hat, nämlich bei dem Gefühl oder bei dem Spüren, dass die Schere auseinandergeht. Ich habe keine Formulierung häufiger gehört, glaube ich, in dem Bundestagswahlkampf. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Und dass man jetzt hingeht als Regierung und dann sagt, okay, das war die Diskussion, die wir geführt haben. Wir erzählen die ganze Zeit, wie wirtschaftlich gut es uns geht. Jetzt beteiligen wir die Leute auch daran, indem wir ihnen zum Beispiel sagen, freut euch alle wie ein Schneekönig, ihr könnt mit 63 in Rente. Ist das nicht nachvollziehbar, Herr Lindner? Ich glaube das nicht, dass das so war. Ich sehe auch nicht die Wahlmotive bei der Bundestagswahl, so wie Sie das geschildert haben. Es sind andere, jetzt nicht heute die Gelegenheit dafür. Jedenfalls glaube ich nicht, dass es dieses Gefühl war. Ich nehme ein anderes Beispiel aus dem Rentenpaket der Großen Koalition, die Mütterrente. Vielen Veranstaltungen begegne ich dann Damen, die darauf hinweisen, es sei doch nur gerecht, sie hätten ja auch eine Erziehungsleistung in ihrem Leben erbracht und das würde jetzt von der Politik honoriert. Und dagegen ist auch nichts zu sagen, ist auch richtig. Stichtage gibt es, sie sind nicht immer gerecht und hier ist das Versprechen gemacht worden, wir gehen an diesen Stichtag heran. Und dann frage ich die, brauchen Sie denn die Euros, die Sie da zusätzlich bekommen? Da heißt es, nein, die brauchen wir nicht. Mein Mann hat ja Versorgung und wir sind im Eigentum. Ich finde es gerecht, dass ich es bekomme. Ich brauche es nicht. Und wenn ich dann frage, wenn Sie wissen, dass das, ja vielleicht in Ihrem Fall, aber Sie sind ein Mann, wenn ich das sagen darf. Für Sie gilt es nicht. Ja?
Ja? Und wenn Sie wissen würden, dass Sie erstens es selber ein Stück weit mitbezahlen, weil nämlich der Rentenbeitrag mit der Rentenhöhe verbunden ist mathematisch, und wenn darüber hinaus Ihre Kinder und Enkel diese zusätzliche Leistung zahlen, wollen Sie sie dann? Dann sagen Leute, nein, unter der Bedingung bestehe ich nicht darauf. Und so ist es im Übrigen auch dazu gekommen, dass das Rentenpaket der Großen Koalition insgesamt nach allen Umfragen von einer Mehrheit der Deutschen kritisch gesehen wird. Und das zeigt mir, die Deutschen haben mehr wirtschaftspolitischen Sachverstand, als die Politiker gelegentlich glauben machen wollen. Aber wenn wir uns mal abwenden, weil von den politischen Gegnern sind ja heute nicht so viele da. Wenn wir uns jetzt mal abwenden davon, obwohl Sie sind eigentlich von Haus aus einer, Herr Riester. Ich sehe einige Dinge anders, auf das, was ich von Ihnen gehört habe. Stimme ich Ihnen in einigen grundsätzlichen Fragen nicht zu. Darüber sollten wir uns unterhalten. Das fände ich nämlich spannend. Darüber müssen wir uns auch gleich unterhalten, weil das ist ja, wir haben ja eine... Deswegen bin ich auch gerne hergekommen, weil mich das schon interessiert und reizt, auch mit Herrn Lindner, einige dieser grundsätzlichen Fragen zu besprechen. Das Verhältnis von Freiheit und sozialer Gestaltung beispielsweise. Unterhalten wir uns mal darüber, Herr Lindner, es ist aus einer Laudatio für den Politik-Award, der wird jedes Jahr vergeben von einem Pressesprecherverband drüben in Berlin. Der Preisträger ist geehrt worden mit den Worten, er hat sich gegen Widerstände für den Sozialstaat eingesetzt, ohne dabei die Schwachen in der Gesellschaft aus den Augen zu verlieren. Warum hat höchstwahrscheinlich, war das kein Freidemokrat, der so geehrt worden ist mit diesen Worten? Lesen Sie das nochmal bitte vor. Er hat sich gegen Widerstände für den Sozialstaat eingesetzt, ohne dabei die Schwächeren in der Gesellschaft aus den Augen zu verlieren. Also nach Ihrer Rede hätte man es einpassen können in einen Freidemokraten. Bin ich auch. Aber gut, dann nenne ich Ihnen ein anderes Beispiel. Ich bin vor 2 Jahren aus Trotz in die FDP eingetreten und aus irgendwelchen Gründen bin ich an allen Abendbrottischen, wo ich sitze, wenn ich das bekenne, immer der Assi. Ich bin immer derjenige... das muss ja einen Grund haben. Warum ist die öffentliche Wahrnehmung nicht so, dass man sagt, wenn Sie das jetzt hier darstellen, ist ja klar. Es ist ja klar, wie es gemeint ist. Aber warum ist die öffentliche Wahrnehmung nicht so ist, kann ich Ihnen sagen. 70% der Deutschen haben gesagt, bei Schlecker darf es keine Transfergesellschaft geben. Weil wir haben sie mit der Bundesagentur für Arbeit und eine Transfergesellschaft macht Sinn, wenn man an einer Stelle 3.000 Beschäftigte hat, aber nicht, wenn man an 300 Stellen 5 Beschäftigte hat. Da haben wir die Bundesagentur für Arbeit. 70% der Deutschen haben gesagt, das ist die richtige Position. Und dann kam aus der FDP Nichtstimmen, wie traurig, dass aufgrund von Managementfehlern viele 100 Beschäftigte, die fleißig gearbeitet haben, ihren Job verloren haben. Das bedauern wir sehr, dass die unter den Managementfehlern leiden. Deshalb habe ich als Minister den Chef der Bundesagentur für Arbeit gebeten, jeder der betroffenen Frauen innerhalb von 4 Wochen einen neuen Job zu vermitteln oder ein Weiterqualifikationsangebot. Das kam nicht. Es kam Anschlussverwendung selber suchen. Aus solchen Gründen wird die FDP als sozial kalt wahrgenommen. Nicht wegen der Substanz, Herr Thaddeus. Okay, gut. Herr Riester, vorhin hat Herr Lindner in der Rede gesagt, dass bei der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft, was diese Woche kam, die haben ja unter anderem auch ausgezählt, 1/5 der Gesellschaft in diesem Land besitzt kein Vermögen. Wenn wir jetzt mal, wie gesagt, der Fehler, dass die Rente da nicht mit reingerechnet ist, den hat die FAZ auch beschrieben und so weiter, aber wir können davon ausgehen, dass es einer größeren Gruppe von Menschen in diesem Land überhaupt nicht gut geht. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre eigene Partei, dass die Sozialdemokraten da die ganze Zeit das Angebot machen, um das wieder aufzuheben? Um es diesem Fünftel der Gesellschaft, denjenigen, denen es schlecht geht, dass es denen bald besser geht? Ich habe schon den Eindruck, dass sich meine Partei dem Teil der Bevölkerung stärker verbunden fühlt, und zwar auch mit dem Argument, sie brauchen mehr Unterstützung. Und da fühle ich mich dann auch sehr wohl in meiner Partei. Ich fühle mich dann weniger wohl, wenn ich das sozusagen als eine Hilfeunterstützung nur sehe und nicht als eine strukturelle Veränderung. Ich kann mich in meiner ganzen zurückliegenden Zeit, ich bin ja dann auch schon 70, nicht erinnern, so schnelle Veränderungsprozesse erlebt zu haben in den letzten 20 Jahren. Nehmen wir mal den Arbeitsmarkt. Als ich noch Tarifverhandlungen geführt habe, wurde ich häufig in den Tarifverhandlungen konfrontiert mit der nachvollziehbaren Argumentation, Herr Riester, unser Arbeitsmarkt ist völlig verharscht und schauen Sie mal nach Holland,
Da haben wir über 30% Teilzeitbeschäftigte. Wir brauchen eine Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. Wir hatten damals 10% etwa, vor etwas 25 Jahren. Heute haben wir 35% in Deutschland. Wir haben 7,5 Millionen Menschen, die in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen Zuverdienste haben oder ausschließlich arbeiten. Wir haben also eine enorme Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Jetzt spreche ich mich nicht dagegen aus, aber ich sage, Regeln und Denkweisen, die damals gegolten haben, gelten heute nicht mehr. Wir brauchen andere Regeln. Wir haben damals unser nationales Deutschland gesehen mit seinen Regeln und haben sie da ausgerichtet. Als ich als Minister in der Situation war, das Betriebsverfassungsgesetz zu ändern, das ist im Übrigen in einer sozialliberalen Regierung entstanden, was wenige wissen in der jetzigen Form, auch noch unter dem Wirtschaftsminister Lambsdorff, was auch wenige wissen. Und seitdem ist nichts mehr geändert worden. Und die Gewerkschaften haben immer gezittert und gesagt, um Gottes Willen, Betriebsverfassung nicht öffnen, denn wenn sie geöffnet wird, kriegen wir die nicht mehr vernünftig zu. Und jetzt war der Ries der Arbeitsminister. Also öffnen. Und ich sage Ihnen offen, so wie wir es geändert haben, entsprach nicht meinen Vorstellungen. Die Gewerkschaften haben Vorstellungen gehabt und es war ein Mehr. Das haben wir dann auch reingenommen. Die Arbeitgeber und die Vorstellungen haben gar nichts zu ändern. Aber dass man sich den simplen Gedanken mal gemacht hätte und gesagt hat, dieses Recht der Beschäftigten in den Betrieben ist entstanden im Jahr 1972 und die damaligen Abgeordneten konnten bestenfalls die Arbeitswelt der 60er Jahre im Blick haben. Wir aber müssen uns jetzt ja Gedanken machen, wie schaut die Arbeitswelt, auch mit den Flexibilisierungen, in den zu kommenden 10, 15 Jahren aus, um dafür auszurichten. Dafür ist überhaupt kein Gedanke gemacht worden. Das regt mich auf, in dem, was müssten wir eigentlich machen in sozialen Reformen in unserer Gesellschaft. Weil ich beispielsweise nicht, und das ist ein Punkt, wo ich anders sehe wie Sie, eine Marktwirtschaft, deren wesentlicher Kern nach meinem Verständnis Wettbewerb ist, und Wettbewerb gibt der Marktwirtschaft die Dynamik, ist, und das sehe ich anders wie Sie, nicht per se sozial, sondern sie bedarf eben gerade ihrer sozialen Regelungen, um die Akzeptanz für die Wettbewerbssituation einer Marktwirtschaft auch zu bekommen. Daraus schöpft sie ja auch ihren Regelungssinn. Also zu sagen, sie ist per se als solche schon. Wenn wir uns die Marktwirtschaften der Welt betrachten, mal sagen, in, weiß es nicht, vielleicht 70-80% der Länder der Welt gibt es Marktwirtschaft, aber mit der extremen Unterschiedlichkeit. Wenn über unsere hier. Ja, gut, wenn ich auch die unsere meine, dann meine ich aber nicht per se. Ach so. Ja, dann lassen wir es wandern. Ist das an? Versteht man es hinten das besser? Ja, also meine Anmerkung war, ich sehe Marktwirtschaft als im Wesenskern eine Wettbewerbswirtschaft im Gegensatz zur Planungswirtschaft, und ich sehe sie nicht als per se sozial an, sondern sie bedarf gerade sozialer Regeln. Funktioniert nicht. Nein. Ja, also sie funktioniert unterschiedlich, wenn man es darauf verständigen kann. Das Mikro. Ach so. Ich dachte, ihr hattet die Infos angeschaltet. Ich weiß nicht, was darf ich. Jetzt vertraue ich auf meine starke Stimme mal. Vielleicht kommen wir da durch. Aber mit den gleichen Argumenten. Also ich denke, Marktwirtschaft ist nicht per se sozial, sondern sie ist eine Wettbewerbswirtschaft, die soziale Gestaltung braucht, um eine gesellschaftliche Akzeptanz zu haben. Und wenn wir die Unterschiedlichkeit der Gesellschaft akzeptieren, ich akzeptiere sie. Ich bin nicht einer, der sagt, ich möchte eine gleiche Gesellschaft. Ich schöpfe gerade aus der Unterschiedlichkeit unserer Gesellschaft eine positive Dynamik. Dann bedarf es aber um Gottes Willen, die richtigen Regeln. Und wenn ich sehe, dass sich eine Gesellschaft in dieser Dynamik verändert, wie wir es sehen, in meiner Kindheit und Jugend hat bedauerlicherweise noch kaum jemand über Europa gesprochen. Und heute sehen wir, dass schon der Begriff der Nationalvolkswirtschaftslehre eigentlich ein falscher Begriff ist. Sondern wir stehen in einer Dynamik und brauchen dafür neue Regeln. Und ich habe erlebt in der Politik leider, dass in den Punkten, als ich in der Verantwortung stand, auch Regierung, immer nur der nationale Rahmen gesehen wurde. Und ich habe gesagt, liebe Leute, wir haben jetzt 500 Millionen Menschen,
die sich in dieser EU bewegen, mit freien Grenzen, mit der Freiheit des Wohnort, der Wohnortwahl, mit der Freiheit der Niederlassung. Aber das bedeutet nicht, dass wir dann noch sozusagen die nationalen Regeln unserer Sozialgesetze einfach so aufrechterhalten können. Wir müssen uns Gedanken machen, welche Regeln brauchen wir für diese neue Welt. Wenn wir jetzt an die Regeln anknüpfen, Herr Lindner, auch um nochmal auf das Wahrnehmungsproblem, was wir vorhin schon angedeutet haben, zurückzukommen. Die anderen politischen Parteien, gerade die Sozialdemokraten, aber auch die CDU, haben ja im Wahlkampf den Eindruck erweckt, und sie tun das permanent, dass sie sich auf die sozial Schwachen, auf diejenigen, die wohlmöglich Hilfe brauchen, eher zubewegen. Dass sie sagen, okay, diese Notwendigkeit, wir erkennen die Notwendigkeit, uns um prekär Beschäftigte zu kümmern. Wir erkennen die Notwendigkeit, uns um einen Mindestlohn zu kümmern. Wir erkennen die Notwendigkeit, uns zu überlegen, was geschieht mit alleinerziehenden Müttern und so weiter und so weiter. Weil, auch in Ihrer Rede vorhin hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Sie sagen, okay, an den und den und den Punkten bewegt sich die FDP und sagt, okay, die Sorgen kennen wir und die Sorgen werden wir zum Thema machen. Doch, das ist natürlich unser Anliegen. Das war auch das Anliegen übrigens während der letzten Regierungszeit. Ich will jetzt nicht fortwährend hier Bilanzen vorlegen, aber die eine erlaube ich mir zu sagen. Keine Regierung zuvor hat mehr tarifliche Mindestlöhne für allgemeinverbindlich erklärt als die schwarz-gelbe Regierung zwischen 2009 und 2013. Keine andere. Waren wir, die das getan haben. Der Weg unterscheidet sich, Herr Thaddäus, das glaube ich, zwischen uns und zwischen der sozialen Politik, die andere Parteien machen. Da ist sehr schnell der Versuch, da an Symptomen zu arbeiten. Also beispielsweise durch den Eingriff. Herr Riester, wir sind völlig klar, der Staat muss Regeln setzen. Die Frage ist nur, hat man im Prinzip Vorrang für Eigeninitiative und Eigenverantwortung oder beäugt man das zunächst einmal misstrauisch und will eingreifen? Und wir setzen beim Individuum an, Herr Thaddäus. Wir investieren in den Einzelnen und seine Qualifikation. Und ich mache das am Beispiel deutlich eines 21-Jährigen, der in Bautzen auf Arbeitsplatzsuche ist, der vielleicht jetzt geringfügig beschäftigt ist, noch nicht mit seinem Einkommen zufrieden sein kann, der aber möglicherweise auch keinerlei Schul- und Berufsabschluss hat. Und wie hilft man ihm jetzt besser? Hilft man ihm dadurch, dass man sagt, es gibt jetzt einen tariflichen Mindestlohn für dich von 8,50 Euro? Oder hilft man ihm, indem man in seine Qualifikation investiert, dass er auch einen höher bezahlten, besseren Arbeitsplatz bekommt? Möglicherweise gibt es auch Wege dazwischen, zwischen diesen beiden Polen. Meine Befürchtung ist, wenn man nicht an den Kern des Problems rangeht, bei den Menschen, die sehr wenig verdienen, gerade den jungen Menschen, das ist die individuelle Qualifikation, die das Problem ist dort an vielen Stellen, dann werden eher Hürden aufgebaut und dann hat man zwar wunderbare, wärmende, gefühlige soziale Rhetorik gemacht, aber die sozialen Ergebnisse in der Gesellschaft können dann nicht überzeugen. Und wenn Sie es mir nicht glauben, nachdem ich eben die katholischen Bischöfe zitiert habe, vor der Bundestagswahl war das Thema Mindestlohn ja eine Frage, die außerordentlich scharfkantig diskutiert worden ist. Und nach der Bundestagswahl meldet sich die Caritas zu Wort. Und die Caritas sagt, als Träger von Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit, wir warnen vor einem einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn, weil wir befürchten, dass viele von denen, die in unseren Maßnahmen sind, dann keinen Einstieg in den Arbeitsmarkt bekommen. Und das macht möglicherweise einen Unterschied zwischen uns und anderen aus, die individuelle Betrachtung und die Orientierung an sozialen Ergebnissen und nicht nur an sozialen Absichten. Herr Lindner, das ist jetzt ein sehr schöner Einstieg, wo wir in den Dialog kommen können. Ich möchte jetzt im Kontext dessen, was ich vorhin gesagt habe, Ihnen aufzeigen, wo sich bei mir die Einsicht mit Mindestlohn verändert hat. Vielleicht, wenn Sie meine Biografie ein bisschen kennen, meine gewerkschaftlich, war eigentlich immer der Tarifpolitiker bei der IG Metall. Und schon damals stand da die Frage an, gesetzlicher Mindestlohn. Frankreich hatte immer den SMIC als gesetzlichen Mindestlohn. Andere Länder hatten das auch. Und ich war grundsätzlich dagegen. Und ich war grundsätzlich jemand, der die deutsche Regelung, die im Übrigen schon vor der deutschen Verfassung im Tarifvertragsgesetz gemacht worden ist, dass ausschließlich Gewerkschaften
und Betriebe oder Arbeitgeberverbände das Recht haben, Tarifverträge festzulegen. Dann kam die deutsche Verfassung noch, Artikel 9 Absatz 3, Koalitionsfreiheit, und ich habe das verteidigt. Und zwar mit innerer Überzeugung, nicht weil es im Gesetz stand. Und ich habe dann zunehmend gemerkt, dass für Tariffreiheit zwingend ist, starke Tarifvertragsparteien zu haben. Und wenn die nicht da sind, und wir haben die zunehmend eine Schwächung, dass viele Betriebe nicht mehr tarifgebunden sind, dass wir in weiten Teilen Deutschlands, stärker in Ost- wie in Westdeutschland, gar keine tariflichen Regelungen haben, dann bricht die Tarifautonomie durch diese Entwicklung. Und auf einmal habe ich gesehen, wie sich der Markt, jetzt kommen wir wieder an den Punkten, dann selbst durchgefressen hat mit Löhnen, die eben nicht mehr existenzsichernd waren. Wo ich Ihre Auffassung teile, Herr Lindner, ist, dass im Grundsatz die Investition in Bildung eine der zentralen Voraussetzungen ist. Ich sehe allerdings nicht mehr bei der Wettbewerbssituation, was denken Sie, wie viele Menschen mit hohen qualifizierten Bildungsausschlüssen trotzdem keine Verwendung im Arbeitsmarkt finden. Also wenn man diesen Veränderungsprozess sieht, dann bin ich vor 10 Jahren zu dem Punkt gekommen, damals, weiß noch, wo ich mit Müntefering damals geredet habe, der hat als erster diese Frage Mindestlohn thematisiert, habe ich gesagt, ja, der Punkt ist da, wir brauchen eine untere Auffanglinie, die bisher in der Vergangenheit der Tarifvertrag und die Bindung des Tarifvertrags bewirkt haben. Mit dem Brechen dieser Wirkung ist das nicht mehr da. Jetzt komme ich wieder an den Punkt, durch die Veränderung des Prozesses und durch die grundsätzliche Einstellung, von der ich weiterhin überzeugt bin, dass Markt nicht per se sozial ist. Ich stehe zum Markt und zum Wettbewerb. Aber ich stehe zu ihm mit den Regeln, die er notwendigerweise braucht. Ich würde auch gar nicht sagen, es ist seine Aufgabe, sozial zu sein. Ich schärfe dazu. Das ist nicht seine Aufgabe. Die Aufgabe einer verantwortlichen Politik ist es, im Rahmen der Veränderungen die richtigen Regeln für diese Marktwirtschaft zu treffen. Aber Herr Rieser, da sind sich, glaube ich, ja die allermeisten, nur weil, um das mal zu präzisieren, damit wir uns nicht im Wolkigen aufhalten, die allermeisten Parteien im Deutschen Bundestag, mit Ausnahme der Linken, werden einig sein, dass sie zur Marktwirtschaft stehen. Das mit den Regeln ist auch klar. Aber heißt das, Sie sind für die Regel, dass es einen gesetzlich festgelegten einheitlichen Mindestlohn gibt? Ja. Da sind Sie jetzt mittlerweile dafür? Ja. Ja, okay. Also, dass der Markt Regeln braucht, Herr Riester, sind wir völlig klar. Ich will es an einem anderen Beispiel deutlich machen, wo vielleicht der Unterschied liegen könnte zwischen einer sozialdemokratischen und einer liberalen Betrachtungsweise. Jetzt gehe ich mal kurz vom Arbeitsmarkt weg, hat Thaddäus keine Angst, nicht zu lang, sondern betrachte die Finanzmärkte. Da haben wir eine riesen Phalanx von Bürokratie. Die Politik jagt seit Jahr und Tag den Finanzmärkten, den Banken hinterher mit immer neuen Detailregulierungen, weil sie glaubt, der Markt braucht Ordnung. Und die Anwaltskanzleien der Banken sind alle schneller. Da würde die Liberale sagen, hören wir auf mit dieser Detailregulierung, wo wir ohnehin das Hase-und-Igel-Spiel haben. Nutzen wir die Kraft der Marktwirtschaft, indem wir nämlich Haftung einführen. Das ist die natürliche Risikobremse, spart immens viel Bürokratie und wir haben gelernt, wer handelt und nicht haftet, der zockt. Wer aber haften muss für seine Geschäfte, wer gerade stehen muss, der überlegt sich dreimal, woran er investiert. Und das ist eben der Unterschied. Das ist der Unterschied, auf den ich hinaus will. Beim Thema gesetzlicher Mindestlohn, Herr Riester, verehrte Anwesende, werde ich keine Schlachten der Vergangenheit als FDP-Chef schlagen. Es wird 2017 keinen Wahlkampf geben, gesetzlichen Mindestlohn wieder abschaffen. Das ist eine Entscheidung, die hat die Politik jetzt getroffen. Aber ich sage Ihnen, ich bin in großer Sorge, ob die Entscheidung der Politik, wie sie sich jetzt andeutet durch die Große Koalition, am Ende nicht mehr schadet als nutzt. Ich sehe die Veränderungen am Arbeitsmarkt, insbesondere bei der Tarifbindung, die Sie geschildert haben. Gerade in den neuen Ländern ist die Tarifbindung massiv zurückgegangen. Ist massiv zurückgegangen. Darauf muss man reagieren. Darauf kann man reagieren, beispielsweise mit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines als repräsentativ erachteten Tarifvertrags, den man auf die ganze Branche erstreckt. Es ist seit 1952 in Deutschland möglich mit dem Mindestarbeitsbedingungengesetz.
in der Praxis noch nicht richtig handhabbar, aber theoretisch möglich. Es gibt soziale Verwerfungen, also bestimmt ein Ausschuss, eine Lohnuntergrenze. Aber eben alles regional und branchenorientiert. Der Vorschlag jetzt, einheitlich in Deutschland eine Lohnhöhe, es beginnt bei 8,50 und wir werden Überbietungswettbewerbe erleben über die nächsten Runden, dann wird er höher sein, weil man in Wahlkämpfen dann wunderbar mit einem Gesetz fremder Leute Geld ausgeben kann. Dieser einheitliche gesetzliche Mindestlohn quer durch alle Branchen und Regionen, den halte ich für problematisch. Nicht die gesetzlich festgelegte Branchenuntergrenze in einem Land, sondern die Einheitlichkeit, alles über einen Kamm zu scheren. Denn es ist nun mal die Realität, dass die Lebenshaltungskosten in Düsseldorf und Dessau sich unterscheiden. Also muss es auch Unterschiede im Lohnniveau geben können. Wir wollen mal, meine Damen und Herren, haben Sie werden jedes Verständnis hoffentlich dafür haben, dass wir uns nicht an den einzelnen Punkten aufhalten, zumal Herr Lindner hat es gerade gesagt, das ist uns ja im Bundestagswahlkampf auch um die Ohren gehauen worden, dass es nur so eine Art hatte und war zwischendurch ja auch ganz schön zermürbend. Mich interessiert mehr das größere Bild. Der linke Mensch, wenn Jakob Augstein sich hinsetzt und schreibt für Spiegel Online eine Kolumne, dann erweckt er den Eindruck, dass ihn Ungerechtigkeit persönlich schmerzt, dass die Ungerechtigkeit so riesig ist, dass er eigentlich nichts anderes sieht als vor allen Dingen unbedingte Handlungsnotwendigkeit. Ein anderer Kronzeuge wäre jetzt Ulrich Schneider, der hat auf diese Studie von dieser Woche vom Institut für Wirtschaft reagiert. Ulrich Schneider, kennen Sie, meine Damen und Herren, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands und damit jemand, ein Vertreter, den man aus liberaler Sicht, wenn man polemisch auf die Pauke hauen möchte, als Vertreter der Wohlfahrtsindustrie sieht. Der sagt aber, die Vermögensschere in Deutschland ist nicht nur ungerecht und unsozial, sondern geradezu obszön. Also den bringt das logischerweise beruflich auf, was da los ist. Wenn ich jetzt nochmal Ihre Rede von vorhin bedenke, gibt es Missstände? Also nehmen wir Bildung, haben Sie schon angesprochen. OECD-Studie sagt, die deutsche Gesellschaft wird eher undurchlässiger als durchlässiger. Gibt es nicht da Sachen, wo Sie sagen, das muss ich als FDP-Vorsitzender auch ganz, ganz drastisch und direkt annoncieren, weil es mich selbst nicht ruhen lässt? Und wenn es das gibt, was ist es? Ja, genau, die Unterschiedlichkeit in den Ausgangsvoraussetzungen und die Durchlässigkeit der Gesellschaft, weil das ist ja ein Widerspruch zu unserem Leistungsprinzip. Wenn jemand will, aber nicht kann, weil die strukturellen Umstände ihn bremsen, weil es vielleicht einige in der Gesellschaft gibt, die Machtpositionen haben und selbstherrlich über die Lebenschancen anderer entscheiden können, dann ist das für mich ein Problem. Wissen Sie, Herr Thaddäus, wie jetzt die Spannbreite in der Gesellschaft relativ ist? Das ist eine wunderbar akademische Debatte. Mir geht es aber nicht besser oder schlechter, wenn Sie mehr oder weniger haben. Deshalb ist für mich entscheidend, wie geht es denen, die mit ihrer Lebenssituation nicht zufrieden sein können in unserem Land. Das ist für mich entscheidend. Und die sehe ich in Berlin-Neukölln oder in Köln-Korweiler. Da sind Familien, wo Sie sehen, die Kinder, die hier geboren werden, die haben per se theoretisch die Chance, Chefs der Deutschen Bank zu werden, praktisch aber nicht. Praktisch nahezu ausgeschlossen. So wie es früher in den 70er Jahren, als Ralf Dahrendorf das Bürgerrecht auf Bildung einmal auf den Punkt gebracht hat, da war es damals das katholische Mädchen vom Land, das keine strukturelle Aufstiegschance hatte, das bildungsmäßig abgehangen war. Und heute haben wir die Situation eben insbesondere bei denjenigen, die Zuwanderungsgeschichte haben in unserem Land. Und das beschwert mich, weil hier das Versprechen unserer Marktwirtschaft, unserer Gesellschaftsordnung auch über die Wirtschaft hinaus gebrochen wird. Das Versprechen ist nämlich, wenn du dich anstrengst und Verantwortung übernimmst, dann kannst du es schaffen und kannst was aus deinem Leben machen. Und wenn dieses Aufstiegsversprechen unserer Gesellschaft systematisch gebrochen wird, dann empfindet eine Mehrheit sie als ungerecht. Aber wie, um dabei kurz zu bleiben... Wie ließe sich das aufbrechen? Wenn Sie, nehmen wir an, Sie fahren nach Hause nach Wuppertal, da gibt's ja auch Teile Wuppertals, die sind ja alles andere als entzückend. Und dann sagen Sie den Leuten, dann stellen Sie sich da hin und sagen, hier, ich bin der Chef der FDP-Freunde, hört mal gut zu, ich habe euch was zu sagen und ich habe euch was anzubieten. Dass man die ermuntert und sagt, in euch steckt womöglich ein deutscher Bankchef, womöglich habt ihr eine internationale Karriere für euch, vor euch. Aber wie begründen Sie politisch, dass Sie denen was anzubieten haben? Was ist Ihr Angebot?
Das können wir von Beginn an definieren, Herr Thaddäus. Erstens brauchen wir schon bereits in den Kindertageseinrichtungen ein hinreichendes zivilisatorisches Rüstzeug für die Kinder, damit dort die Orientierung an der Herkunft zumindest begrenzt wird. Ich denke insbesondere an die Förderung der deutschen Sprache. Wer eingeschult wird, ohne Deutsch zu sprechen, der wird nicht gebildet, sondern möglicherweise aggressiv sein. Also sehr viel mehr Augenmerk auf frühkindliche Bildung. Das ist nicht Betreuung. Wir haben da bereits Schritte in den letzten Jahren gemacht, aber es ist die erste Station des lebenslangen Lernens. Es ist das Elementarfeld, wo auch die elementaren Bestandteile einer Bildungsbiografie gelegt werden. Wir geben sehr viel Geld für die gymnasiale Oberstufe. Nichts dagegen, brauchen wir auch. Aber im Verhältnis dazu geben wir auch im internationalen Vergleich außerordentlich wenig Geld in den Elementarbereich des Bildungswesens. Überall sind die Gruppenleiter, mindestens die Leiter der Kindergärten, Hochschulabsolventen mit entsprechendem, auch methodischem Rüstzeug. Bei uns ist das eine Fachschulausbildung. Das zeigt doch schon, wie stark unterschätzt dieses Feld ist. Ich gehe in den Bereich der Schule und hier meine ich, müssen wir auch bildungspolitisch neu denken. Das Ziel darf nicht sein, einen jungen Menschen bis zu einem bestimmten Lebensalter zu begleiten, dann endet die allgemeine Schulpflicht, sondern auch das Ziel der Schule muss sein, die Berufsintegration. Und wenn erkennbar ist bei einem 14-jährigen, türkeistämmigen jungen Mann aus Berlin, der schafft jetzt nicht den Schulabschluss absehbar, dann müssen Alarmsignale angehen, dann muss man überlegen, wie man in der Kooperation mit Betrieben vielleicht mehr Praxis reinbringt. Es gibt sehr viele Schulmythenprojekte, die das leisten, um ihm oder ihr eine andere Perspektive zu zeigen und auch das Selbstbewusstsein zu geben. Ich kann was. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft sind Sie in Hauptschulen unterwegs, Herr Thaddäus? Mein Bruder war 5 Jahre da. Nee, aber jetzt in diesen Tagen? Nicht so oft. Nicht so oft, ich schon. Und was erlebe ich da, wenn ich da... Wow. Ja, wenn ich da... Nein, was erlebe ich da? Was erlebe ich da? Nicht selten, dass ein junger Mann mir sagt auf die Frage, ja, und was ist deine berufliche Perspektive? Dann sagt er, ich werde Hartz IV oder ich gehe zu Deutschland, suche den Superstar. Also entweder ich gebe komplett auf oder ich lasse mich entdecken und bin Millionär und B-Promi. Aber dazwischen gibt es einen hochattraktiven Bereich und der heißt qualifizierte Ausbildung, Fleiß und die Möglichkeit, sich einen bescheidenen Wohlstand zu erarbeiten. Und das darf man nicht gering schätzen. Und das kann man den Menschen vermitteln. Könnt das weiter fortsetzen. Ja? Herr Rieser, als Sozialdemokrat kann man sich da eigentlich kommod zurücklehnen und kann sagen, ja, wir haben das ja gemacht. Wir haben das ja schon hingekriegt, dass die, also jemand wie ich beispielsweise, Sohn eines Eisenbahnelektrikers, der wäre lange Zeit nicht zum Gymnasium gegangen. Das war sozialliberale Koalition, da waren wir auch dabei. Ja, aber das ist... Wenn ich der Alter richtig einschätze. Ja, aber da waren, das können Sie nicht für sich beanspruchen. Also ja, auch wenn Sie in den Hauptschulen waren, aber dafür, dass in der Bildungsreform in den 70er Jahren... Herr ja, Lena. Sicher. Wo kommen Sie her? Aus Dortmund, aber da waren aus Sie... Dortmund, da, in den 70er als ich zur Schule ging, waren Sie noch gar nicht geboren. Nein, aber die FDP war zwischen 1970 und 80 für den Bildungsbereich in Düsseldorf mit zuständig in der Landesregierung. Okay, gut. Also es ist ein FDP-Erfolg, also, aber... Nein, gemeinsam. Aber die Sozialdemokratie hatte damit nachrangig zu tun. Das kann, die Idee, die Herr Lindner vertritt, die kommt mir von den Sozialdemokraten, die ich im Ruhrgebiet getroffen habe, durchaus ähnlich vor. Mein Freund, streng dich an, sieh zu, dass was aus dir wird. Haben Sie das Gefühl, dass das heute noch, wenn wir darüber sprechen, liberal und sozial, haben Sie das Gefühl, dass das heute sich in der SPD auch noch so wiederfindet? Oder ist das nicht vor allen Dingen häufig eine Anklage, die heißt, wir müssen sehr viel mehr Geld ausgeben und wenn wir endlich das elitäre Gymnasium abschaffen könnten, dann wären wir schon ein Stück weiter? Nein, das sehe ich nicht so. Also zuerst mal, ich glaube, wir sind ziemlich deckungsgleich bei dem, was Sie gesagt haben, würde ich alles unterstreichen. Wir wissen aber, dass wir riesige Ressourcen im Bildungsbereich nicht ausschöpfen. Das ist ja gerade das, was Sie auch anmelden. Und wir haben im Bildungsbereich, was mich immer nervt, diesen Bildungsföderalismus, den wir haben und die Zersplitterung unseres Bildungswesens, die es uns so schwer macht, eine Bewegung mal reinzubekommen. Das sind die großen Hindernisse, die wir haben.
Und da läuft zu wenig. Das nervt mich auch ziemlich stark. Ja. Ich könnte jetzt, wenn ich von meiner Person ausgehe, ich war 8 Jahre an der Volksschule, also 3 Jahre länger wie Sie. Ja. Aber sonst hatte ich nichts. Und habe dann eine Fliesenlegerlehre gemacht, eine Meisterprüfung gemacht und dann habe ich 11 Monate an der Akademie der Arbeit alle gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen studiert, ein Studium General gemacht. Das habe ich vor kurzem bei einem hier in Potsdam an der Universität erzählt, haben die gesagt, ja, was kann man denn damit machen? Dann gesagt, ein Minister. Also ich habe anschließend im Kern nur autodidaktisch gearbeitet. Aber ich will doch mich nicht zum Beispiel nehmen, was alles möglich wäre. Für viele ist es eben gar nicht möglich. Und da haben wir riesige Ressourcen. Also in dem Bereich glaube ich auch, dass meine Partei und Ihre Partei gar nicht weit auseinander wären. Aber woran ich mich erinnere bei der, oh, hier gibt es einige sozialliberale Befürworter, wie ich höre, die sagen, genau. Merkwürdigerweise will die SPD davon im Moment gar nicht so wahnsinnig viel hören. Aber bei Ihnen kommen Anrufe, Herr Gerhard, das ist gut. Aber bleiben wir mal gerade wenn wir dabei sind, bei der Abgrenzung, das fand ich sehr interessant, Herr Linden, habe ich in dieser Broschüre von Ihnen gelesen zur Sozialpolitik, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe bei sozialdemokratischen Parteitagsreden. Selbst Per Steinbrück hat zwischendurch auch mal wieder gesagt, dass SPD sich als die Partei der kleinen Leute begreift. Unser Thema sozial. Also da würde ich normalerweise auch erstmal denken, jetzt lehne ich mich in meinem Fernseher zurück. Genau, die Partei der kleinen Leute. Um die kleinen Leute muss man sich auch kümmern, weil die anderen können ganz alleine sich ihre große Klappe finanzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Die kleinen Leute haben keine Stimme. Sie lehnen den Begriff der kleinen Leute des kleinen Mannes ab. Warum? Den Begriff. Ich leugne nicht die Tatsache, dass es in Deutschland Menschen gibt, die auf unsere Solidarität angewiesen sind, die dauerhaft oder übergangsweise bedürftig sind. Nur die sind deshalb, weil sie bedürftig sind, keine kleinen Leute. Wenn der Staat, wenn eine Regierung, wenn Parteien anfangen, über Bürgerinnen und Bürger als kleine Leute zu sprechen, dann sehe ich da den paternalistischen Obrigkeitsstaat im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und mein Menschenbild sagt, jeder kann es irgendwie schaffen, kann sich etwas aufbauen, etwas erarbeiten. Er oder sie braucht Hilfe vielleicht, aber ich sehe die Stärke zunächst mal in den Menschen, auch den Willen und die Bereitschaft. Die muss man ernst nehmen, die Menschen. Ich glaube nicht, dass wir recht damit tun, bestimmte Gruppen der Gesellschaft komplett abzuschreiben, zu sagen, das wird nicht gelingen, da kommt nichts mehr raus. Man muss die Leute anleiten, aktivieren, dass sie aber im Ziel, das muss das Ziel der Sozialpolitik sein, wieder auf eigenen Beinen stehen können. Wenn man, so sozial die Motive auch sein mögen, sich darauf verlässt, auch dauerhaft Menschen zu alimentieren und Taschengeld zu verteilen, wie ich eben meine Eingangsbemerkung gesagt habe, kann ich das nicht als eine erfolgreiche Sozialpolitik empfinden. Für mich ist erfolgreiche Sozialpolitik auch durch umfangreiche, finanziell gut ausgestattete Maßnahmen am Ende zu erreichen, dass die Menschen aus dem Feld des Sozialstaats wieder herausgekommen sind. Wie so ein Magnet, der umgepolt ist. Je näher man an ihn rankommt, desto stärker muss die Abstoßung auch wieder sein. Also je mehr ich den Sozialstaat brauche, desto stärker müssen auch die Anreize, die Hilfestellungen sein, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Und manchmal habe ich die Befürchtung, dass unser Sozialstaat wie ein Magnet ist, der, wenn man ihm nahe kommt, sogar eher festhält. Erzähle ich eine Anekdote ganz kurz. Als ich in Düsseldorf das erste Mal in den Landtag gewählt gewohnt habe, hatte ich eine, wie sagt man, Zugehfrau in meinem damals noch Junggesellenhaushalt, die sich um Haushaltsdinge gekümmert hat. Angemeldet, ja, und anders als Per Steinbrück hat das auch nicht meine Schwiegermutter finanziert, sondern das habe ich alles selber gemacht, angemeldet. Eine ganz tolle Frau, aus dem ehemaligen Jugoslawien, alleinerziehende Mutter mit einer Tochter, deren ganzes Streben war, beste Bildung für ihre Tochter und noch Klavierunterricht und Nachhilfe, dass die auch ja aufs Gymnasium kommt. Das war der Bestreben. Und ganz tolle, fleißige Frau. Und dann habe ich der angeboten, also, Mira, Sie machen das so toll, wollen Sie nicht 2-3 Stunden noch mehr kommen in der Woche? Denn, also ich schätze das, kann Sie dadurch unterstützen, mir macht es das Leben leichter.
Und hat diese Frau das geprüft und kam dann zurück und hat gesagt, ach, wissen Sie, Herr Lindner, das ist sehr nett, was Sie gesagt haben, dass ich mehr arbeiten kann. Nur, ich bekomme gegenwärtig ergänzende Leistungen ALG II in Verbindung mit Wohngeld und so weiter, also irgendeine komplizierte sozialstaatliche Konstruktion. Wenn ich 2 Stunden A11 Euro bei Ihnen in der Woche mehr arbeite, habe ich am Ende des Monats weniger netto verfügbar, weil es mit dem Wohngeld verrechnet wird und ich dann an eine Grenze komme, wo es komplett, zumindest sehr weitgehend, wegfällt. Und das ist der Bereich Sozialstaat, wo ich sage, da ist er nicht richtig programmiert, weil er, wenn sich jemand zusätzlich anstrengt, er das sogar noch bestraft in diesem Einzelfall. Aber jetzt würde ja... Jetzt würde ja niemand, der speziell mit der FDP sympathisierende Leute, bestreiten, dass es zu wenig Freidemokraten gibt, die den Sozialstaat in seine Schranken oder so konfigurieren wollen, dass er taugt, dass er effektiv ist, dass er Leute nicht hindert. Die Frage ist aber doch, und da kommen wir zurück zu der Eingangsfrage mit der Wahrnehmung, es hat doch nicht geklappt und es klappt doch immer noch nicht wirklich, dass die scharfen Kanten, die Scharfkantigkeit, mit der die FDP wahrgenommen wird, die Scharfkantigkeit, mit der die liberale Botschaft wahrgenommen wird, dass die aufhört. Es ist nach wie vor so, dass Leute sagen, okay, möchte ich eine sozial kalte Botschaft haben? Es kommt im nächsten Buch von Roger Willemsen raus, der hat ein Jahr lang den Deutschen Bundestag beobachtet und die Leute, die er am kältesten wahrgenommen hat, waren die Vertreter der FDP. Wie ändert man das? Weil die Wertschätzung, wenn Sie sagen, es gibt keinen kleinen Mann, dann ist doch, weil jeder zu was in der Lage ist, ist die Wertschätzung gegenüber jedem ja eigentlich größer, als wenn man sagt, ich mach dich gleich zum kleinen Mann. Also wie verändert man die Wahrnehmung von der Scharfkantigkeit? Herr Thaddäus, ich habe darauf noch keine fertige Antwort. Ich habe darauf noch keine fertige Antwort, weil es für mich in manchen Teilen selbst ein Rätsel ist. Denn die FDP hat 2009, 10, was waren die ersten Maßnahmen? Kindergelderhöhung, Hartz IV, Schonvermögen verdreifacht. Das waren die ersten Maßnahmen. Sozialversicherungsbeiträge stabilisieren, auch für die Arbeitnehmer. Das waren die ersten Maßnahmen, die wir gemacht haben. Dann gab es einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz, über den ist dann ausschließlich diskutiert worden. Und die anderen Maßnahmen beim sogenannten Wachstumsbeschleunigungsgesetz, sind komplett unter den Tisch gefallen. Da ist die FDP in einen Shitstorm hineingeraten. Ich könnte das noch bei vielen anderen Punkten fortsetzen, gerade im Sozialrecht, wenn ich jetzt denke, etwa beim Bezug von ALG II, beim Zuverdienst, ein höherer Selbstbehalt, das den Leuten, mein Beispiel von gerade, dass er auch persönlich vorteilhaft erscheint, was zu tun, was dass sie etwas davon haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man da einen Wendepunkt hinbekommt. Ich sehe nur in den Umfragen, dass im September 2013 57% gesagt haben, die FDP sei die Partei sozialer Kälte. Im Januar waren es nur noch 44%. Das ist mir immer noch zu viel, aber trotzdem ist eine Bewegung sichtbar. Denn wir sind nicht eine Partei sozialer Kälte. Wir haben soziale Sensibilität, auch wenn wir nicht immer gefühlig argumentieren. Wir verstehen darunter nur eben etwas anderes als andere, weil wir vom Menschen auch etwas fordern, ihm helfen, aber eben auch fordern. Und im Grunde stehen wir heute in einer Tradition der Agenda 2010. Die würde fast so weit gehen, Herr Riester, aber es ist jetzt ein bisschen spernst, wie man bei uns im Rheinland sagt, die Mischung aus Spaß und Ernst, dass wir als freie Demokraten im wohlverstandenen Sinne in der Tradition der Arbeiterbewegung stehen. Die Arbeiterbewegung hatte nämlich immer das Ethos, nicht vom Staat, sondern aus der genossenschaftlichen Selbstorganisation, mit dem Ziel, das eigene Haus abzahlen, das Kind auf die bessere Schule bringen, möglichst keinen öffentlichen Groschen dafür nehmen. Und das ist auch mein Ideal heute. Nicht jeder kann es umsetzen, aber das muss die Idealvorstellung doch eines jeden sein, zunächst einmal sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und dem anderen dabei zu helfen, dass er genauso dieses Gefühl leben kann. Herr Riester, diese Wahrnehmung Ihrer Sozialdemokraten, Sie gehören der SPD seit 1966 an, als Partei der kleinen Leute, die Definition, die Herr Lindner gegeben hat von den kleinen Leuten, das ist ja in der Tat unangenehm. Also ich weiß, häufiger Leute sagen, oh, der kleine Mann, ich habe mal Frank Plassberg erlebt, wie der sich darüber aufgeregt hat, weil der kommt auch aus, wie man das dann auch wieder nennt, aus kleinen Verhältnissen. Und er hat sich immer darüber geärgert, dass seine Eltern als kleiner Mann und kleine Frau dann letztendlich hingestellt worden sind. Trotzdem ist das ein schönes Vehikel, oder? Für Sozialdemokraten nach wie vor diesen Begriff zu benutzen, um zu sagen, wir nehmen euch in den Arm.
Nein, also ich würde den Begriff auch nicht benutzen. Ich finde ihn auch für falsch. Dort bin ich sehr nahe bei Ihnen. Genauso sozialarm und so. Also da muss man sich schon mal sagen, was sagt man damit aus? Und für mich wäre auch der Adressat jetzt nicht, dass ich mir jetzt als Sozialdemokrat überlege, wo sind die größten Bedürfnisse da und was kann ich dort machen? Sondern das baue ich, das ist für mich schon eine Frage, aber die baue ich ein in die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Veränderung generell. Und jetzt komme ich wieder in den Dialog mit Ihnen. In der Broschüre, die ich auch gelesen habe, führen Sie das Beispiel auf des Wohlfahrtsstaates, der wie ein Magnet ansaugt. Und haben dann einen Satz drin, der mich zum Nachdenken veranlasst hat. Sie sagen, aber es ist doch Ziel des Wohlfahrtsstaats, den Einzelnen unabhängig zu machen und ihm die Freiheit zu ermöglichen. Und dann haben wir gedacht, wie lief denn das bei mir ab? Also in den ersten 20 Jahren, in den ersten 15 Jahren meines Lebens war ich nicht unabhängig, sondern ich habe gelebt von der Unterstützung durch meine Eltern, der Gemeinschaft. Ich habe dann die Unterstützung bekommen in der Gewerkschaft, im Betrieb. Ich habe dann eine Phase erlebt, wo ich wieder einiges gegeben habe. Also ich bin in einer Gesellschaft, in der ich in einem dauernden Verhältnis von Nehmen und Geben bin, auch von Verantwortung aus dem Prozess heraus. Also ich habe mich nie gefunden, dass ich sozusagen frei schwebend bin, sondern für mich war das immer ein Prozess, in einer Gesellschaft zu sein, sie auch in bestimmten Weise zu akzeptieren, auch dort wieder hereinzugeben. Nur zum Nachdenken. Vielleicht liegt da ein bisschen ein Schlüssel bei der Frage von Kälte drin. Also das als ein Prozess und nicht zu sagen, also wir sehen nur den Einzelnen, dessen Freiheit wir zu vertreten haben. Nächster Punkt, Freiheit. Ich gehe mal ein bisschen auf das Feld, das sich mit meinem Namen verbindet, Rente. Und ich stelle mir mal für einen Moment vor, wir hätten keine Rentenversicherungspflicht. Und bei nachdenkenden Menschen, die ihr Leben, sagen wir, in drei Abläufe nehmen würden, bis zum 20. etwa Jugendausbildung, vom 20. Erwerbsarbeit mit Erwerbseinkommen und ab dem 65., demnächst ab dem 67. Rente ohne Erwerbseinkommen. Der muss, wenn er ein bisschen nachdenkt, muss eigentlich klar sein, was er in der Zeit des Erwerbseinkommens an Rücklagen bilden müsste für Rente. Nun überlegen wir uns mal, wir hätten keine Rentenversicherungspflicht. Und jeder wäre danach nachdenken zu der Überlegung gekommen, ich muss von meinem Bruttogehalt etwa 20-25% jeden Monat zurücklegen. Ich bin überzeugt, Herr Lindner, wir hätten massenweise Altersarmut, weil dem steht natürlich immer die scheinbar und tatsächlich auch absolute Notwendigkeit gegenüber beim jungen Handy, Führerschein, Auto, Familiengründung, Schuldenabbau und, und. Also es gibt bestimmte Bereiche, soziale Bereiche, wo ich Freiheit einschränken würde, wo es notwendig ist, verpflichtende Sachen zu machen. Jetzt gehen wir ein Stück weiter zu dem, was sich noch mehr mit meinem Namen verbindet. Ich habe mich mit vielen Menschen damals angelegt, anders wie mein Vorgänger, der bekannt wurde mit dem Spruch, die Rente ist sicher. Und suggeriert hat, sie sichere den Lebensstandard. Habe ich mich mit vielen Menschen angelegt zu sagen, das ist falsch. Im Übrigen, wer das weiß, weiß, dass die Rentenversicherung noch nie konzipiert war, den Lebensstandard zu sichern. Noch nie. Aber man hat immer die schöne Fassade aufrechterhalten. Und ich habe damals, es war der Punkt, wo ich dann dem Schröder gesagt habe, okay, ich bin bereit, wenn du Kanzler wirst und das willst, dass ich reinkomme, das zu machen, wenn wir den Menschen die Möglichkeit eröffnen, über zusätzlich ergänzende Sparförderung fürs Alter, die aber so gebunden wird auch daran, Rücklagen zu bilden. Jetzt kommen wir auf die Unterschiedlichkeit der Behandlung dann. Ich habe mir damals natürlich angeschaut, wo in Europa gibt es denn sowas? Und ich habe gesehen, in den skandinavischen Ländern, in der Schweiz, in Österreich. Dann haben wir gesagt, wie machen die das? Wie reizen die Menschen an, zweckgebunden für diese Frage zu sparen? Weil bei denen steht natürlich aus, Handy und der Führerschein und das Auto und die Kinderausbildung und alles als notwendiger an. Und sie haben alle ein Prinzip gehabt.
nämlich während der Zeit des Sparens die Menschen in dem Umfang steuerfrei zu stellen. Heute sagt man nachgelagerte Besteuerung. Und dann war mir klar, das ist falsch. Weil ich mir gesagt habe, wenn wir das machen, wir machen das auch, aber dann nehmen wir die Hälfte der Bevölkerung raus, weil ein Anreiz der Bevölkerungsschicht, die kaum oder gar keine Steuer bezahlt, zu geben, ist ja gar nicht da. Und das war der Gedanke dann, über Zulagen als Grundförderung, die so angelegt sind, dass diejenigen, die sich am schwersten tun beim Sparen, weil sie Kinder haben, Verpflichtungen haben, die stärkste Unterstützung bekommen. Und jetzt erzähle ich Ihnen von dem Hauptgeschäftsführer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, mit dem ich eine Diskussion im Fernsehen hatte und der mich dann massiv angegriffen hat und gesagt hat, Herr Riester, aber jetzt stellen Sie sich doch mal vor, eine alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern, wie will denn die noch Teilzeit beschäftigt, wie will denn die ihre Riester-Rente machen? Und er hat gesagt, okay, nehmen wir die. Die alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern bekommt eine Sparunterstützung für jedes Kind von 300 Euro, das sind also 600 Euro. Für sich selbst 154 Euro, sind 754 Euro. Und dies alles bekommt sie, wenn sie im Jahr 60 Euro Eigensparleistung reinbekommt. Und dann hat er gesagt, ja, aber das hat die nicht. Und er hat gesagt, wenn das stimmt, wenn das nicht zumutbar ist, mit welchem Recht muten wir dann der Dame zu, dass 10% ihres gesamten Einkommens der Rentenversicherung überwiesen wird? Ich halte es für richtig. An dem Punkt wollte ich Ihnen zwei Dinge aufzeigen. Einerseits, dass freie Gestaltung ihre Grenzen hat in einer Gesellschaft, in der man lebt und wenn man erkennt, was auch ohne Gestaltung sich entwickelt. Wenn man Rentenversicherungssystem, ein Sozialsystem insgesamt noch auf Bismarck zurückgehen, das außerordentlich zerspaltet ist und haben die Wirklichkeit, dass wir von den 4,5 Millionen Selbstständigen, die wir haben, bestimmt 3 Millionen haben, das sind Kleingewerbetreibende, Freiberufler, die im Regelfall wenig bis gar keine Rücklagen haben fürs Alter. Halte ich für ein Riesenproblem. Das fällt aber auf die Gesellschaft zurück, weil sie einen Anspruch haben, eine Existenzsicherung im Alter zu bekommen. Also ich denke schon, dass eine bestimmte Verpflichtung zur Rücklagenbildung ins Alter zwingend notwendig ist. Und wenn wir erkennen, schauen Sie, als ich eingetreten bin, 1957, wie gesagt, mit 13 Jahren mit der Lehre, da bin ich natürlich keine Ahnung gehabt, was ist Rente. Aber heute weiß ich, dass die damaligen Rentnerinnen und Rentner eine durchschnittliche Lebenserwartung als Rentnerinnen und Rentner von 10 Jahren hatten. Und heute, wo ich mit meiner Generation nach der Erwerbsarbeit eintrete, 19 Jahre, also fast eine Verdoppelung. Toll. Aber 19 Jahre bedeutet fast das doppelte Volumen an Rentenleistung, das dastehen muss. Punkt 1. Punkt 2. Damals in den 50er Jahren sind meine beiden Großeltern in Rente gegangen. Und dann wissen Sie, die haben zwei Weltkriege erlebt, zwei Inflationen erlebt. Die haben erlebt, es war nie was da. Und die hatten eine andere Einstellung, jetzt kommen wir in Rente, jetzt müssen wir unsere Ansprüche zurücknehmen. Glücklicherweise haben wir heute eine völlig andere Einstellung bei den Rentnern. Wenn sie noch aktiv sind, sagen sie, wir möchten uns weiter beteiligen im Sport, im Kultur oder jetzt können wir die Reise machen. Das heißt also, wir haben nicht nur eine wesentlich längere Zeit, die finanziert werden muss über Rücklagen und die können nur selbst oder über Steuern gebildet werden. Sonst fällt mir nichts ein, vom Himmel fällt es nicht runter. Und in der Erkenntnis dessen, war mein Einsatz dafür, dieses ergänzende Vorsorgesparen zu machen. Das war ja auch eine sehr kluge Innovation, Herr Riester. Die Frage ist, ob das heute noch so möglich wäre oder ob sich nicht die politischen Rahmenbedingungen so verändert haben, dass der Ansatz, den Sie damals zu Recht vertreten und politisch umgesetzt haben, ob der nicht heute dazu führen würde, dass Sie in einen Shitstorm geraten würden als ein Neoliberaler. So hat sich nämlich der Zeitgeist bei uns verändert. Ihnen ist auch zuzustimmen, wenn Sie sagen, Freiheit braucht Grenzen. Es gibt Grenzen der freien Gestaltung in einer Gesellschaft. Wer wollte Ihnen denn da widersprechen? Ich nicht. Freiheit braucht
Grenzen. Aber in Deutschland haben wir gegenwärtig nicht, nach meiner Auffassung, das Problem, dass wir zu viel Freiheit und zu wenig Bürokratie hätten. Ich habe eher den Eindruck, oft genug haben wir zu viel bürokratische Fesseln und eben zu wenig Vertrauen in die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Und weil Sie den Punkt Unabhängigkeit aufgenommen haben, sowohl Herr Thaddäus als auch Sie, Herr Riester, will ich Ihnen sagen, wie ich den verstehe, gerade mit Blick auf Sozialstaatlichkeit. Auch von meinem eigenen Hintergrund, weil Sie so liebenswürdig waren, auch Ihre Biografie zu schildern. Ich bin mit 18 Jahren zu Hause ausgezogen, noch als Schüler. Und habe von dem Zeitpunkt an meinen Lebensunterhalt selbst bezahlt. Meine Wohnung, meine Versicherung, von dem Zeitpunkt an. Dafür habe ich gearbeitet, neben der Schule, später neben dem Studium. Und habe ich mir irgendwann was zusammengespart, dann konnte ich mir ein Auto kaufen. Meine Eltern, meine Großeltern, die wären bestimmt bereit gewesen, mich dabei zu unterstützen. Aber ich wollte es nicht, weil ich das selber schaffen wollte und weil ich stolz war, als ich mir den alten BMW kaufen konnte. Ich konnte ihn dann nicht jeden Tag betanken. Dafür hat es dann nicht jeden Tag gereicht. Ich habe mich aber niemals arm gefühlt. Im Gegenteil, das ist ein Gefühl des Stolzes. Du schaffst das. Meine Eltern waren auch stolz übrigens. Der Junge braucht gar nichts von uns. Wie toll. So, und das ist das, was ich mit Unabhängigkeit meine. Ich habe dann Steuern gezahlt. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, ich hätte gewusst, wenn das scheitert, wenn ich kein Geld verdiene, es gibt immer jemanden, der mich schützt. Im gesellschaftlichen Maßstab ist das unser Sozialstaat, der da ist und bei den großen Lebensrisiken beispringt. Damals waren es meine Eltern. Aber das positive Gefühl kam aus der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Und das möchte ich gerne mehr Menschen vermitteln. Ich möchte ihnen zeigen und ihnen auch eine Einladung aussprechen, das für sich so zu erleben und zu erkennen, dass das ein Gewinn und eine Bereicherung ist. In unseren gegenwärtigen gesellschaftlichen Zusammenhängen ist es aber doch eigentlich so, dass 70 Millionen Deutsche, schätze ich mal so, Steuern und Sozialabgaben einerseits zahlen und andererseits nehmen sie da einen kleinen Transfer vom Staat entgegen. An der Stelle versucht man irgendwie noch ein weiteres Rezept beim Arzt abzurechnen und einzureichen, wenn man ja ohnehin so viel zahlt. Das heißt, es ist ein großes Geben, Nehmen miteinander. Und da verwächst dann die eigene Verantwortung zusammen auch mit dem Wohlfahrtsstaat. Und keiner weiß, wer lebt eigentlich auf Kosten von wem. Das kann ich nicht als ein Ideal begreifen. Und weiter gesagt, wenn wir jetzt in den Bereich der wirklich Bedürftigen kommen. Ich denke jetzt an diejenigen, die als Langzeitarbeitslose sich einen neuen Einstieg in den Arbeitsmarkt erkämpfen müssen. Da gibt es ja aktive Arbeitsmarktpolitik, Gott sei Dank. Kostet Milliarden. Und wie viele Berichte hört man, die übrigens auch von einigen Sozialdemokraten dankenswerterweise jetzt öffentlich gemacht werden, dass dann jemand nach vielen Jahren in Arbeitslosigkeit dann irgendwann zum dritten oder vierten Mal dieselbe Weiterqualifikationsmaßnahme machen muss. Oder noch ein Bewerbertraining. Dann wird von einem Mann berichtet, der hat einen Gabelstaplerführerschein machen müssen, obwohl er schwer suchtkrank, Alkoholiker war. Und man weiß, das hat keine Auswirkungen auf seine Arbeitsmarktfähigkeit. Null. Es ist nur die Verschwendung von Beitragszahlergeld und schlimmer noch, unwürdig für denjenigen in der Maßnahme, weil er weiß, er verschwendet seine Lebenszeit und es verbessert kein bisschen seine Möglichkeit, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und das ist der Sozialstaat, wo ich glaube, dass er zurückgeführt werden muss auf die Orientierung wirklich am Einzelnen und wo nicht Interessen von Politikern oder Interessen von Ulrich Schneider, Paritätischer Wohlfahrtsverband, der Sozialindustrie die Rolle spielen müssen. Es geht um den Einzelnen und seine Würde und nicht um irgendwelche organisierten Interessen. So, meine Damen und Herren, vielen Dank. Sie sehen schon, da vorne gibt es ein weiteres Mikrofon und das sollte Sie ermuntern, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wenn Sie eine Frage haben, umso besser. Ich weiß, dass es immer sehr, sehr schwer ist, den Anfang zu machen. Vielleicht fällt es Ihnen gar nicht so schwer, weil Sie jetzt auch aufgeheizt sind durch das, was wir schon diskutiert haben. Ansonsten, da haben wir schon die erste Wortmeldung. Wunderbar. Elke Lening-Fricke, ich habe so viele gute Beispiele gehört, und aber bei dem Beispiel zur Rentenversicherung, da kamen mir doch erhebliche Bedenken. Die Mütterrente, ist das wirklich eine Leistung,
die von der Allgemeinheit bezahlt werden soll, ohne dass ein Hintergrund an Leistung dasteht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass nicht jeder von uns weiß, was die eigene Mutter geleistet hat. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass die Leistungsträger in der Politik, dass man ihnen nahelegen könnte und sagen könnte, ihr habt ja genug zum Leben, ihr habt nicht nur Wasser und Brot, sondern ihr könntet ja eigentlich eine Initiative starten, diese super Altersversorgung zu kürzen. Ihr könntet das ja tun. Ich denke im Übrigen aber, dass Frauen ihren Anspruch auf eine Mütterrente für die Geburten vor 92 durchaus verantwortlich ausführen würden, denn die meiste der ehrenamtlichen Arbeit in Deutschland wird von Frauen geleistet und diese Frauen werden sehr wohl wissen, wo sie sponsern, wo sie spenden und wo sie sich engagieren wollen. Hier vorne, wie vorne die da? Oder nehmen wir einige zusammen oder nehmen wir gleich drauf? Nee, machen Sie mal. Ist das ganz anderes vielleicht? Ach so, ja, also das ist eine interessante Sache. Diese Mütterrente, die ist um die 3 Punkte erhöht worden im Jahr 99. Und mit dem Zusammenhang ist auch eine Umfinanzierung erfolgt. Erstmals im Jahr 1999 ist für diese Mütterrente 6,7 Milliarden, ein Jahr später 11,7 Milliarden, dann immer etwas um 11,5 Milliarden jedes Jahr an Steuermittel reingegangen worden. Da kommen wir schon auf den entscheidenden Punkt. Es ist eine sozialpolitische Maßnahme, die aber im Kern mit der Rentenversicherung nichts zu tun hat. Und über Jahrzehnte hat das Rentenversicherungssystem immer Politiker verführt, sozialpolitische Maßnahmen ins Versicherungssystem reinzutun und man hat vergessen, die über die Mittel zu finanzieren, die für sozialpolitische Maßnahmen der Politik zur Verfügung stehen, Steuermittel. Und dieses exakt haben wir im Jahr 2000 geändert. Sie können von der Rentenversicherung in Zeit rein, das ist die Statistik, können Sie auch im Internet aufrufen. Da haben Sie dann die Aufstellung, wie die Steuermittel reingeflossen sind. Ab dem ist es steuerfinanziert. Und jetzt gibt es genau die Rolle rückwärts. Ich spreche mich nicht dagegen aus, dass Mütter vor 91 für das zweite und dritte Kind auch 2 oder 3 zusätzliche Punkte bekommen sollen. Aber dann ist es eine Debatte, die die Politik führen muss. Welche Entscheidungen können wir mit Steuermitteln machen? Da wird mir einiges einfallen. Wir haben es gerade überhalten über Investitionen in Bildung, Forschung, Weiterbildung. Wir könnten uns unterhalten über die Frage Infrastruktur. Wir müssen uns und können uns unterhalten über zusätzliche Förderung von Kindererziehung. Das sind alles legitime Sachen, aber darüber wurde nicht diskutiert, sondern man hat gesagt, jetzt erheben wir nochmal einen Punkt an bei der Mütterrente. Und finanzieren es, wenn wir steuerlich nicht machen können, über die bisherigen Rücklagen, die in der Rentenversicherung sind 32 Milliarden, die gehen ganz schnell weg. Und über zusätzliche Beitragserhöhungen. Und vergessen dabei, das ist das, was mich dann noch als, glaube ich, einigermaßen durchblickende Rentenversicherung nervt, dass jeder dieser Euro ein Leistungsversprechen auf Zukunft ist und keines, aus dem er aussteigen kann. Sondern jede Rentenversicherte bekommt jedes Jahr seine Mitteilung, wie viele Ansprüche er aus der Zahlung schon erarbeitet hat. Und das muss zukünftig bezahlt werden. Also, man kann das mit vielen guten Gründen an zusätzlichen sozialpolitischen Zahlungen an Mütter machen, aber dann bitteschön nicht in der Form. Also ganz gewiss gibt es eine Reihe, und dieses gehört dazu, von Vorhaben, für die es gute sozialpolitische Gründe gibt, wo auch individuelles ein Gerechtigkeitsgefühl gibt, dem entsprochen werden kann. Ich stelle nur fest, dass wir in Deutschland gegenwärtig eine Staatsverschuldung, wenn wir beispielsweise Beamtenpensionen und anderes mit dazu nehmen, zukünftige Leistungen an die Rentenversicherung, von etwa 6,5 Billionen Euro haben. 6,5 Billionen Euro implizite Staatsverschuldung. Das ist die Ausgangslage. Die Babyboomer-Generation von Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre wird jetzt in Kürze ins Ruhestandsalter eintreten. Und vor diesem Hintergrund, dass wir uns gegenwärtig auf einem Hochplateau befinden,
aber große Herausforderungen auf unsere Gesellschaft zukommen, würde ich sagen, unabhängig, ob das jetzt mit Mütterrente, Rente mit 63 oder ein anderes Vorhaben ist, neue soziale Standards oder neue staatliche Aufgaben sollte die Politik erst dann wieder beschließen, wenn der Staat die bisherigen Aufgaben ohne Schulden, auch wenn die Konjunktur mal schlechter ist, finanzieren kann. Denn sonst sind das alles ungedeckte Wechsel. Madame, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich bin Christiane Geltgitz, ich bin die Europakandidatin der FDP hier in Brandenburg und ich habe ja mit großer Freude gehört, dass das Wort Europa wenigstens einmal gefallen ist, Herr Lindner. Irgendwie müssen wir da noch ein bisschen was dran machen. Ich wollte die Frage an Sie beide richten. Sie haben gesagt, die Vereinheitlichung der Sozialsysteme ist eine Aufgabe in Europa. Wir haben ja in vielen Bereichen, etwa bei der Besteuerung von Unternehmen, in vielen anderen Bereichen, die Frage immer wieder, wie viel ist Wettbewerb zwischen den Nationen und wie viel ist gemeinsamer Auftrag? Mich würde an Sie beide die Frage interessieren oder Ihre Antwort interessieren auf die Frage, wie weit sind unsere Sozialsysteme im Wettbewerb in Europa und wie weit müssen wir sie harmonisieren, damit wir etwa Freizügigkeit den Ausgleich, den sozialen Ausgleich, der, wenn Europa uns nicht zerreißen soll, das wissen wir, irgendwann gelingen muss. Wie weit müssen wir das darüber erreichen? Vereinheitlichung, Wettbewerb oder eine Mischung aus beiden? Vielen Dank für Ihre Frage. Nun sind Sie, muss man den beiden Herren zugutehalten, dass Sie darauf auch nicht angesprochen worden sind bisher. Zuerst durch Sie, machen wir da bei Ihnen, Herr Riesel, anfangen. Ja, das ist eine spannende Frage, mit der man sich viel zu wenig beschäftigt. Vielleicht könnten wir uns darauf zuerst mal verständigen, dass der Wettbewerb, den wir in Europa haben, nicht zu Lasten notwendiger sozialen Regeln erfolgen sollte, sondern wir uns vielmehr darüber unterhalten, und das wäre wichtig, sind denn die Regeln, die wir uns national gegeben haben, im Rahmen dieses Europas für Zukunft noch tauglich? Da sage ich in vielen Punkten nein. Und dann müssen wir uns als, wenn wir jetzt dann weitergehen und konkret werden, müssen wir uns sagen, wohin wird sich dieses Europa entwickeln? Und wo möchten wir ihm Schub geben? Und dann können wir sagen, was wir an den Regeln zu ändern haben. Der Rente beispielsweise. Haben wir im Kern zwei unterschiedliche Systeme in Europa. Wir haben das Bismarck-System, mit einer Umlagefinanzierung und die Beveridge-Regelung, die in den skandinavischen Ländern ist, mit einer niederen Grundrente, die kombiniert wird mit einer Verpflichtung von Betriebsrenten. Es gibt gerade eine neuere Untersuchung, die sagt, es sei das stärkere System. Ich bezweifle es sehr. Aber wir müssen uns Gedanken machen, in einem Europa, wo die Grenzen gefallen sind für den Austausch von Waren, wo die Grenzen gefallen sind für die Niederlassung von Menschen und Unternehmen. Welche Regeln brauchen wir in diesem Europa im sozialen Bereich, wenn wir uns, das habe ich vorhin als einvernehmlich schon verständigt, darauf verständigen können, dass Wettbewerb Regeln braucht? Dann brauchen wir neue. Das fände ich verspannend. Das hätte ich für eine riesige Herausforderung für mich auch gesehen, daran zu gehen. Und da geht man nicht daran, dass man sagt, wir gehen auf das höchste oder das niederste Niveau, sondern man geht mit der Frage ran, was sind denn die richtigen Regeln, die wir brauchen? Die ist die viel spannendere. Weil mit den anderen beiden blenden sie sofort in der Politik viel aus. Die sagen, um Gottes Willen können wir auf keinen Fall machen. Wohin denkt denn ihr? Sondern man muss sich überlegen, was braucht dieses Europa für Regeln? Und ich bin der Auffassung, es braucht mehr Vereinheitlichungsprozesse. Wir haben das im sozialen Bereich kaum diskutiert. Wenn Sie eine Rendite dieser tiefen Finanzkrise, in der wir immer noch stecken, ist ja die zunehmende Erkenntnis, dass eine einheitliche Währung ohne eine Vereinheitlichung des Prozesses von Wirtschaft, Finanzen, auch Haushalt, große Probleme aufmacht. Und ich hänge daran auch Sozialem. Also wenn man aus der Erkenntnis, die man zunehmend hat,
auch den Schluss ziehen würde, wir würden dort zu den richtigeren neuen Zukunftsregeln kommen, dann glaube ich, könnte man dieses Europa viel attraktiver machen, als es heute erscheint. Europa steht im Wettbewerb zu anderen Weltregionen und natürlich stehen wir in einem gewissen Wettbewerb auch innerhalb Europas. Das ist klar. Ich finde, dass dieser Wettbewerb sich nicht auf soziale Standards beziehen sollte, sondern um die Frage kreisen muss, wer ist innovativer und wettbewerbsfähiger? Also einen Wettbewerb innerhalb Europas, der nur nach unten gerichtet, darauf konzentriert ist, soziale Standards zu reduzieren, das wäre der falsche Weg für unseren Kontinent. Gemeinsame Anstrengungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovation, das wäre der richtige Weg. Und da bin ich bei der Frage zweitens dann der Vereinheitlichung. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle, was man darunter verstehen kann. Es gibt den Vorschlag aus der europäischen Linken, teilweise von Sozialdemokraten, teilweise von Grünen, teilweise von Sozialisten, also in Deutschland Linkspartei, vorgetragen, die zum Beispiel eine einheitliche europäische Arbeitslosenversicherung wollen. Wohlgemerkt, hier in Deutschland zahlen wir ein in eine einheitliche Versicherung, Auszahlungen erfolgen dann aber auch in Frankreich, Spanien, andernorts. Und da muss ich sagen, dagegen bin ich, gegen diese Art der Vereinheitlichung, weil dann nämlich die Risiken möglicherweise auch schädlicher und schlechter Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik in anderen Ländern von den deutschen Beitragszahlern in die Arbeitslosenversicherung ausgeglichen werden müssten. Das wäre ein falscher Schritt der Vereinheitlichung. Aber man kann natürlich vergleichbare Standards wählen. Ich bin noch nicht abschließend klar, wie wir das zum Beispiel mit dem Renteneintrittsalter halten. Sehen wir das als eine individuell zu treffende, von jeder Gesellschaft individuell zu treffende Entscheidung an? Oder wollen wir da mehr Vereinheitlichung? Für mehr Vereinheitlichung spricht, dass wir ein einheitlicher Wirtschaftsraum sind und wir alle die gleichen Probleme des demografischen Wandels haben. Könnte man sagen, eigentlich müsste dann auch verstehbarerweise überall in Europa ein einheitliches Renteneintrittsalter sein, auf Gründen der Vergleichbarkeit. Finde ich nachvollziehbar. Andererseits könnte man sagen, naja, wenn eine Gesellschaft in der Lage ist, aus ihrem Wohlstand, und sie entscheidet sich dazu, einen früheren Renteneintritt zu ermöglichen, warum soll dann Europa dieser Gesellschaft die Verwendung ihres Wohlstands vorschreiben und sagen, nein, es muss einheitlich geregelt werden? Ich finde, auch das ist nachvollziehbar. Entscheidend für mich ist aber, dass die finanzpolitischen Folgen dieser Entscheidungen, sowohl was Schulden angeht, was das Wohlfahrtsniveau, das Wohlstandsniveau einer Gesellschaft angeht, in Italien, Deutschland, Frankreich, in der jeweiligen Gesellschaft, im jeweiligen Staat selbst dann auch verantwortet werden. Das heißt, Entscheidungen, Renteneintrittsalter runter in Frankreich, dürfen nicht dazu führen, dass Transfers von Deutschland nach Frankreich gehen. Das muss dann die einzelne Gesellschaft auch selber verantworten. Und letzter Punkt, Freizügigkeit, ein Grund für Vereinheitlichung im Sozialsystem. Jein. Ich finde die bisherige Regelung, wie wir sie in Europa haben, eigentlich gut. Sie müsste nur konsequent angewendet werden. Die Regel ist, wer in ein Land geht, um dort zu arbeiten, der nimmt dann an dem jeweiligen sozialen Standard dort teil, wenn er gearbeitet und eingezahlt hat und nicht an den in seinem Heimatland. Die Regel hat sich eigentlich bewährt. Sie müsste nur in deutsches Recht umgesetzt werden. Da krankt es gegenwärtig dran. Nach europäischem Recht bekommt niemand hier Sozialleistungen, wenn er nicht hier eine Zeit lang auch gearbeitet hat. Deutsche Gerichte urteilen gegenwärtig anders. Das ist aber kein Problem Europas. Da sind die Regeln klar. Das ist ein Problem des Rechts in Deutschland, der Politik in Deutschland. Deshalb darf man hier diesen Populisten von der AfD auch nicht auf die Leimrute gehen, die da immer nach Brüssel zeigen bei solchen Fragen. Hier, bei uns müssen wir die Probleme machen. Das dürfen wir nicht Stimmungsmachern überlassen. Genau, Sie sind dran. Ja, schönen guten Tag. Max Kurziolek, mein Name. Die erste Frage würde an Herrn Lindner gehen, die zweite an Herrn Riester. Herr Lindner, Sie haben vorhin die Wichtigkeit von frühkindlicher Bildung betont. Und verschiedene Studien legen ja auch nahe, dass der Euro für die Kinderbetreuung in der Kita besser ausgegeben ist als beim Professor, weil es eine positivere Wirkung auf die Erwerbsbiografie eines Menschen
hat. Wenn wir diese Prämisse akzeptieren und aus einem urliberalen Verständnis heraus sagen, wir wollen ja gleiche Startchancen haben, müssen wir dann nicht viel mehr Geld ausgeben für Kitas und für die Betreuung? Ist die FDP da nicht in letzter Zeit ein bisschen zu schwach und nicht deutlich genug gewesen? Müssen wir da eigentlich, muss da nicht mehr gesagt, mehr geleistet werden, bessere Konzepte vorgestellt werden? Also müssen wir stärker betonen. Und die zweite Frage an Herrn Riester ist, ich bin jetzt 24 Jahre alt und wenn ich mit Freunden und Bekannten, also gleichaltrigen Freunden und Bekannten spreche, dann glaubt so richtig an die Rente, die einem auch nur so das Existenzminimum sichert, so richtig keiner mehr. Das Äquivalenzversprechen, was es so gibt aus den Rentenkassen, das halten wir, glaube ich, unisono für gebrochen und die Pläne der Großen Koalition, die jetzt so deutlich werden, die verstärken diesen Eindruck schon sehr. Was würden Sie jetzt einem Menschen aus meiner Generation raten? Wie müsste das Rentensystem umgestellt werden oder was müsste Ihrer Meinung noch viel mehr passieren? Weil wir heute so viel über den Status quo diskutiert haben, damit wir eine Rente bekommen, die man auch vertrauen kann. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen für diese beiden Fragen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie schon darauf hinweisen, Sie hören jetzt auch die beiden letzten Antworten von den beiden Herren hier oben auf dem Podium. Danach überlassen wir Sie dem Nachmittag und dem intensivierenden Austausch draußen. Aber Sie waren zuerst angesprochen, Herr Lindner. Ja, die Frage war, hat die FDP das Thema Elementarbereich der Bildung vernachlässigt? Muss sie neue Antworten liefern, sich der Frage intensiver widmen? Die Antwort ist ja. Ja. Also, ich will es gar nicht viel länger machen. Ja, ich habe einen Punkt gemacht, Qualifikation derjenigen, die im Elementarbereich tätig sind, weil dadurch natürlich auch andere Methoden Einzug halten, kleinere Gruppen in Kindertageseinrichtungen, insbesondere da, wo es einen hohen Anteil von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte gibt, stärkerer Einsatz auch von, wie man sagt, entwicklungsdiagnostischen Instrumenten. Heißt, man schaut, wo ist da ein Problem beim Kind? Muss das zum Logopäden? Da muss quasi die Kita zu so einer Art Schaltzentrale des bestehenden sozialen Netzes werden können. Also eine Brücke schlagen zu anderen qualifizierten, fachlich fokussierten Institutionen. Also da kann man eine ganze Menge mehr machen. Das verdient mehr Aufmerksamkeit und auch natürlich eine Veränderung der Finanzierung, der öffentlichen Finanzierungsanteile von Bildung. An der Stelle, wie Sie ja auch zu Recht bemerkt haben, ist der größte Nutzen, der größte soziale Hebel. Und Wissenschaftler sagen, er ist 1:4. 1 Euro in die Kita investiert, spart 4 Euro an späteren sozialen Maßnahmen oder stärkt die Arbeitsmarktfähigkeit später. Vor allen Dingen, vergessen wir das nicht, die Kinder kommen besser ins Leben. Und das ist ja das Entscheidende und Wichtige. Sie kommen mit einem anderen Horizont, einer anderen kulturellen Bildung, einer anderen Persönlichkeitsentwicklung ins Leben. Das ist also nicht zuerst eine Frage der Arbeitsmarktfähigkeit später oder der sozialen Ausgaben, sondern der zivilisatorischen Qualität unserer Gesellschaft, jedem unabhängig von der Herkunft den besten Start in die Biografie zu ermöglichen. Sie machen sich Sorgen und mit Ihnen wahrscheinlich sehr viele junge Menschen, ob denn die Leistung der Rentenversicherung im Alter noch ausreichend da ist. Diese Sorgen sind grundsätzlich natürlich berechtigt. Sie sind berechtigt deswegen, und zwar eigentlich aus zwei sehr positiven Entwicklungen heraus. Die Länge Ihrer Zeit ohne Erwerbseinkommen wird nochmal steigen, also Ihre Lebenserwartung. Und Ihre Ansprüche an den Lebensstandard höchstwahrscheinlich auch. Auch das finde ich positiv. Wenn man dazu Ja sagt, dann gehört aber zwingend dazu, dass man sich Gedanken macht, welche Rücklagen bilde ich für diese erwerbseinkommensfreie Zeit. Und wenn die Erkenntnis stimmt, und ich glaube, sie stimmt, dass die Rentenversicherung mit ihren Leistungen dies allein nicht decken kann, dann bleibt ihnen nur die Möglichkeit, Zusätzliches zu bilden. Das würde ich jetzt fast pro domo sagen, dann nehmen sie zuerst mal die erste Möglichkeit, wo sie eine Unterstützung bekommen für ihr Sparen. Häufig bin ich beim Namen verbunden. Es gibt weitere Möglichkeiten. Aber Sie hatten ja weiter die Frage noch angeschnitten, wäre es dann nicht dringend notwendig, Systemänderungen zu machen? So habe ich Sie verstanden. Da bin ich nicht nur sehr skeptisch, sondern innerlich sehr überzeugt, dass das nicht klingt. Ich will es kurz machen. Ich hatte viele Diskussionen, bevor ich Minister wurde, mit Kurt Biedenkopf.
Und wir waren uns sehr einig immer in der Einschätzung demografischer Veränderungen und der Notwendigkeit, die sich daraus ergeben. Bin ich heftig kritisiert worden in den Gewerkschaften dafür, dass ich mir überhaupt erlaubt habe, mit ihm zu diskutieren. Ich war nie einverstanden mit seiner Lösung. Er wollte eine steuerfinanzierte Grundrente. Und ich habe immer gesagt, lieber Biedenkopf, wir haben jetzt 18 Millionen Rentner in Deutschland, die ein Leben lang Anwartschaften erspart haben, für diese Eigentumsansprüche haben, und es ist rechtlich geklärt vom Verfassungsgericht, die Politik auch nicht kürzen kann. Sie kann den Zuwachs kürzen, aber nicht den Anspruch kürzen. Und wir haben darüber hinaus 30 Millionen jetzt arbeiten mit unterschiedlich hohen weiteren Ansprüchen. Und die zu bedienen und gleichzeitig ein steuerfinanziertes Grundsystem aufzubauen, ist unmöglich. Deswegen, wenn man das Rentenversicherungssystem mal verstanden hat, dann weiß man, dass man auch nicht mit einer Generation überspringend umspringen kann. Wir haben aber trotzdem enormen Reformbedarf. Vorher habe ich eine Kleinigkeit aufgezeigt mit Selbstständigen, die häufig keine Rücklagen bilden. Die Stammtische erregen sich darüber, dass Beamte aus dem Alimentationswesen des Beamten ohne einzuzahlen höhere Pensionen bekommen. Die Lösung, sie einzubeziehen in die Rentenversicherung, wenn man es kennt, mal das System, löst gar nichts. Weil die werden mindestens genauso alt. Also in der Rente löst es nichts. Gleichwohl wird es was lösen, wenn wir uns mal kritisch darüber nachdenken, wo der Beamtenstatus in Deutschland überhaupt noch notwendig ist. Ja. Und wie man diese Dinge löst, also ich hätte viele Aufgaben, die mich eigentlich umtreiben, die man bei der Altersvorsorge angehen müsste. Ich sag mal, mindestens so weit umtreiben wie die Mütterrente. Aber ganz anders umtreiben, wie die Frage, jetzt wieder die Rolle rückwärts zu machen und die Rente mit 63 zu machen. Da ist mir auch was Nettes passiert. Ich habe vor kurzem in der Erklärung meines ehemaligen Ministeriums gelesen, das wäre ein Beitrag, eine Gerechtigkeitslücke zu schließen. Und habe dann vor 4 Tagen in meiner Zeitung, in der Berliner Zeitung gelesen, neuer Staatssekretär Asmundsen, der dann gesagt hat, wir haben es mal nachgerechnet, es werden etwa 25% der Rentenneuzugänge unter diese 63er-Lösung bei 45 Jahre Versicherungszeit fallen. Das wird anwachsen. Und die haben eine durchschnittliche Rente jetzt, die wir berechnet haben, von über 1400. Die Durchschnittsrente ist aber bei etwa 1000. Und das ist ja ein eigenartiges Verständnis von schließen einer Gerechtigkeitslücke. Wenn jetzt 75% das finanzieren, wenn es beitragsfinanziert ist, was 25% derer, die relativ hohe Rentenansprüche durch 45 Jahre Beitragszahlung erworben haben und einen höheren Anspruch haben. Also da habe ich Schwierigkeiten, das jetzt als Schließen einer Gerechtigkeitslücke zu definieren. Ja? Um bei der Gerechtigkeitsfrage mal zu bleiben. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie Ihren Samstagnachmittag hergeschenkt haben. Ich hoffe, Sie haben noch alle zusammen jeder für sich ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich aber ganz besonders, dass die beiden Herren uns heute hier so ausführlich Antwort gegeben haben. Vielen Dank, Walter Riester. Vielen Dank, Christian Lindner. Dankeschön, meine Damen und Herren. Gut nach Hause. Wieder.